Hallo Freunde, eine kurze Unterbrechung vor dem Video. Folgendes: Ich plane, ein Frage-Antwort-Video zu machen und deshalb wollte ich euch nur sagen, dass ihr eure Fragen sehr, 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 sehr gerne in die Kommentare schreibt. Ich werde dazu auch nochmal einen Short machen. Da könnt ihr dann auch die Fragen drunter schreiben. Und ja. Vielleicht fragt ihr euch, was ist mit der Mikrofonqualität los? Ich habe hier ein neues Mikrofon. Ich habe nur noch keinen Mikrofonarm. Der kommt noch bald. Und ja, dann habe ich auch endlich mal ein vernünftiges Mikrofon. Na dann, jetzt geht's los mit dem Video. Oh, ich glaube, jetzt geht's zur Sache. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Luigi's Mansion 3. In der letzten Folge konnten wir erfolgreich aus der Kammer fliehen, die uns gefangen hielt und über dieses Loch wir dort reingekommen sind. Und am heutigen Tag kämpfen wir gegen Kleopatra? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich euch eine Sache ankündigen. Ich werde vielleicht bald ein neues Mikrofon bekommen. Das ist ein Richtmikrofon. Auch definitiv nicht von der PlayStation 2, auch definitiv nicht von SingStar. Ich weiß auch gar nicht, was ihr meint. Nein. Auf jeden Fall, das wird bald vielleicht mein neues Mikrofon werden. Ich bräuchte dann nur noch eine Halterung oder einen Schwenkarm oder sowas. Freu dich drauf, vielleicht wird's was. So, jetzt kämpfen wir aber erst. Moinsen. Okay. Ah, ich glaube, man muss Sand absaugen. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ach du Schande. Aua. Okay, in Bewegung bleiben. Weg, 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 weg. Herz, 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 Herz. Herz, gib mir das Herz. Ah, jetzt kommt wieder die Attacke. Alles klar. Boah. Und wieder absaugen, 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 absaugen. Absaugen, absaugen. Ey. Ah. Okay, aber es läuft zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ. Ah! Ach Mann, was hätte ich denn machen sollen? Och, nö.
Ah, Junge. Na komm, den Euro hier nehme ich noch. Ah, so, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Zack, 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 zack. Okay, ein weiteres Herz. Sehr gut. Woran erinnert mich das? Ah, ich weiß nicht, was das gerade eben war, aber auf jeden Fall scheint es jetzt besser zu laufen. Noch einmal, dann haben wir sie, glaube ich. Das ging auch noch hin. Was machst du denn jetzt wieder? Die Hand? Ja. Ach komm. Das Herz ist Herz. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, nochmal Druckwelle. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ach komm. Zack, zack, zack und KO! Jawohl! Let's go! Da haben wir sie! Meine Güte! So! Wieder 99 Leben und... Da, 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 da. Da, da. Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Und... Ich weiß nicht, was mit meinem WLAN-Router los ist. Auf jeden Fall zeigt mir Windows gerade an. Ich bin zwar verbunden, aber habe kein Internet. Nein, ich sage jetzt nicht, bei welchem Internetanbieter ich Internet habe. Aber ich hatte dazu auch schon mal einen Short veröffentlicht.
Naja, dann setzen wir jetzt erstmal den Aufzugknopf ein. Feuer! Haha! Yeah! Oh yeah! Nein, das ist die Welt der Wunder. Okay. Wir sehen uns kurz gleich wieder in Professor Igitts Labor. So, dort angekommen, gehen wir mal in die Galerie und laden erstmal unsere ganzen Geister ab. Und gehen hier jetzt mal auf Juwelen. Und schauen mal, wo wir was backtracken können, weil ich habe heute wenig Bock mit der neuen Etage anzufangen. Okay, auf den VIP-Zimmern haben wir kaum ein. Okay, wir schauen jetzt mal auf E2 nach. Das ist eine ziemlich kleine Etage. So, dann fahren wir jetzt mal nach D2. E2, Entschuldigung. Das sollte das Restaurant sein, wo wir gegen den Koch gekämpft haben. Und wo wir die Mäuse gejagt haben. So, dann fahren wir da jetzt mal hin. Haha, habe ich dich. Okay, wir schauen mal hier. Haben wir das hier schon gemacht? Ja. Oh. Okay. Wo könnten wir was übersehen haben? Also komm, Luigi, den Trick kennst du ja wohl schon. Okay, hier ist anscheinend nichts mehr, aber... Alter! Boah! Jawoll! Jackpot! Okay, das wird wohl nichts mehr. Naja. Gut. Dann schauen wir jetzt mal im Hauptrestaurant nach. Mal gucken, ob da was ist. Ach so, am Ende des Videos gibt's mal eine kleine Kostprobe von dem neuen Mikrofonsound.
da oben, hier oben auf der, hier, da. Schmeckt mir alles nicht. Aha. Hat mich jetzt ernsthaft die Möhre erschlagen. Cool, jetzt haben wir auch wieder alle Leben. So. Haben wir denn noch was hier oben? Anscheinend nicht. Gut. Ah, hinten, hinten, hinten. Noch ein Scheinchen. Ey, in diesem Spiel, ich sag's so oft, aber in diesem Spiel findest du an jeder Ecke Geld. So, dann schauen wir mal hier in der Küche. Kann man den auch grillen? Aha. Oh. So, jetzt sind die wenigstens aus. Wer lagert denn bitte Geld im Kühlschrank? Na, wollen wir dich grillen? So. Waren wir hier schon drin? Nee, oder? Das war nur der. Ey, Polterpitcher ist jetzt auch mal. Nein, den haben wir noch nicht. Aber jetzt. So, damit hätten wir den auch geschafft. Was natürlich auch sein könnte, ist, dass einer auf den Toiletten ist. Aber das schauen wir jetzt mal. Okay, in der Küche haben wir jetzt soweit alles. Wenn nicht, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Achso, für diejenigen, die jetzt noch zuschauen, Respekt an euch übrigens, ich will ein Q&A-Video machen. Ein Frage-Antwort-Video. Und ihr könnt mir gerne Fragen an mich in die Kommentare schreiben. Also, ich bitte wirklich darum. Schon wieder Geld. Ja, anscheinend nicht.
Was haben wir denn da? Das schreit doch nach einem Edelstein, oder? Jetzt komm her! Na, oder auch nicht. Na ja gut. Luigi? Da haben wir den zweiten. Ach nee, den haben wir schon. Ah, schade. Okay. Hier ist nix. Da auch nix. Okay. Wir haben erst so wenige. Okay. Hier waren wir ja eigentlich schon. Ja, ich hab's doch mal wieder rausgekriegt. Ha! Da ist er! Okay, fehlen noch zwei. Okay, da der Part schon 22 Minuten lang geht, würde ich sagen, was das mit dieser Folge von Luigi's Mansion 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst aber gerne ein Like da, würde mich auch mega über ein Abo freuen. Ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao. Also das hier ist jetzt das neue Mikrofon, das Richtmikrofon, was ich eigentlich geplant habe zu verwenden. Ich spreche jetzt mal einen Satz rein und ich spreche jetzt mal dann mal einen Satz in das alte Mikrofon rein. Im Hauptstadtstudio begrüße ich Patrick Paluten. Und jetzt mal ins alte. Im Hauptstadtstudio begrüße ich Patrick Paluten.